Hallo, im Namen der Montessori-Lernwelten heiße ich Sie herzlich willkommen in meiner Montessori-Werkstatt. Das Thema der heutigen Videosequenz ist die Multiplikation mit dem Multiplikationsbrett für Dezimalbrüche. Also es geht um das Multiplizieren von Kommazahlen. Dieses Multiplikationsbrett für Dezimalbrüche ist angelehnt an das große Multiplikationsbrett zum Multiplizieren im natürlichen Zahlenbereich, und zwar Schachbrett. Vielleicht kennen es viele von Ihnen auch unter diesem Begriff, der ist oft geläufiger. Es ist möglich, dieses Material mit unterschiedlichen Materialien zu koppeln. Im Vergleich zu dem großen Multiplikationsbrett wird es nicht kombiniert schon mit entsprechendem Perlenmaterial und Zahlentafeln angeboten, sondern ganz für sich isoliert. Sie können, wenn Sie dieses Material noch nicht haben, das auch separat kaufen, die Zahlentafeln und diese bunten Perlenstäbe. Möglich ist es noch, diese Perlenstäbe zu ergänzen mit Zehnern aus dem bunten Perlenmaterial. Das hängt vom Wissensstand Ihrer Kinder ab, müssen Sie einfach für sich entscheiden und schauen. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, diese farbigen Rechenstäbe in den Montessori-Farben, also in den gleichen Farben wie die bunten Perlenstäbe, als Alternative dazu zu nehmen. Ich werde die Aufgaben mit unterschiedlichen Materialien Ihnen auslegen, damit Sie einfach mal alles in der Aktion sehen und für sich entscheiden können, was passt für mich am besten. Schauen Sie aber auch bitte darauf, was passt für Ihre Kinder, was brauchen die vom motorischen her, vom sensorischen her oder auch vom Verstehen her, mit welchem Material kommen Sie besser zurecht, beziehungsweise was spricht Sie am meisten an. In dieser Videosequenz werde ich jetzt nicht sehr viel zur Materialarbeit sagen, weil es jetzt der Fokus auf der schriftlichen Umsetzung liegt. Ich werde die Aufgaben auslegen und parallel dazu aber auch den schriftlichen Rechenvorgang vornehmen, so dass Sie sehen, wie man mit den Kindern arbeiten kann und von der Materialarbeit ins Verschriftlichen kommt, also zur abstrakten Umsetzung auf dem Papier. Ich beginne mit der Aufgabe 1,32 mal 3. Der Faktor mit den Kommastellen wird am unteren Rand ausgelegt und der Multiplikator an diesem Rand. Ich habe die Aufgabe schon einmal, um Zeit zu sparen, aufgeschrieben. Und zwar zeige ich es Ihnen an einer Aufgabe mit den Farben, wie ich schreibe, und alle anderen Aufgaben, damit es im Video nicht so lange dauert, nur in Schwarz. Aber so sehen Sie auch einmal, wie diese Umsetzung aussieht. Sie sehen, dass ich da eine Lücke gelassen habe. Das habe ich aus dem Grund gemacht. Sie werden gleich sehen, ich notiere das Ergebnis nicht hier beginnend, sondern um in den Stellenwerten bleiben zu können, notiere ich grundsätzlich sowohl im natürlichen wie auch hier im rationalen Zahlenbereich immer unter dem Multiplikant, damit wirklich die Stellenwerte stimmen und die Kinder da nicht verwirrt sind. Und ich lasse hier jetzt erstmal eine Lücke. Ich gehe später bei den anderen Aufgaben, sehen Sie, warum ich das mache. So, die Aufgabe ist aufgeschrieben, ausgelegt. Nun wird erst einmal mit dem Material multipliziert. 3 mal 1 ist 3. 3 mal 3 ist 9. Und 3 mal 2 ist 6. Nun gehen wir wieder aufs Papier. 3 mal 2 ist 6. Das ist ein Einer und das ist ein Hundertstel. Und einmal ein Hundertstel bleibt ein Hundertstel. Also kommt die 6 hier unter diese Hundertstelstelle. Nun kommt der nächste Faktor an die Reihe. 3 mal 3 Zehntel sind 9 Zehntel, weil einer mal Zehntel ist einmal ein Zehntel und das bleibt ein Zehntel. Also habe ich im Stellenwert richtig geschrieben. 3 mal 1 ist 3,
einer mal einer bleibt ein einer, also kommt hierhin die 3. Und das Komma kommt dann absolut an die gleiche Stelle wieder oben und das Ergebnis wird dann hier notiert. Wir vergleichen es noch einmal mit dem auf der Aufgabenkarte. Da stimmt es auch überein. Und natürlich legen wir es auch hier noch korrekt dazu. Nächste Aufgabe. Ähnlich dieser, 5,02 mal 5. Wir legen wieder die Aufgabe aus. Das ist das Hundertstel, das Zehnte und der Einer. Und multipliziert wird mit 5 Einern. Wir notieren die Aufgabe. Ab nun in einer Farbe, 5,02 mal 5 gleich. Ich mache den Strich immer in die Mitte von der Reihe unten drunter, damit optisch genügend Platz bleibt, damit Ergebnis und Aufgabe ganz klar voneinander getrennt sind, dass das in der Zusammenrechnung später sich nicht vermischt. So, wir legen hier wieder aus. 5 mal 5 ist 25 und nun benutze ich die Zehnerstäbe dazu, statt dass ich, was natürlich auch geht, schauen Sie, was Ihre Kinder brauchen. Alternative wäre, dass ich nur 5 Fünferstangen hinlege. 5 mal 0 ist 0. Kinder sehen also, hier entsteht erstmal kein Wert. Und 5 mal 2 ist 10. Und das notieren wir jetzt auch auf unserem Blatt. Machen diese Rechnung noch einmal nach. 5 mal 2, einer mal Hundertstel, einmal ein Hundertstel bleibt ein Hundertstel. Wir schreiben eine 10 und die Kinder sehen, dass das auf die Zehntelstelle rutscht. Wir multiplizieren weiter. 5 mal 0 ist 0, das heißt hier an der Zehntelstelle kommt erstmal eine 0 hin. 5 mal 5 ist 25, einer mal einer bleibt ein einer, also muss ich hier die 5 hinschreiben und hierhin die 2. Das ist eine verlängerte Schreibweise, die sich auch sehr gut eignet, wenn das für die Kinder erstmal zu schnell ist, deshalb zeige ich Ihnen die. Und dann wird addiert, genauso wie man es von der Multiplikation im natürlichen Zahlenraum her kennt. Wir haben auf der Hundertstelstelle eine 0, auf der Zehntelstelle eine 1. Hierhin kommt das Komma, weil ich jetzt zu einer Stelle komme, eine 5 und eine 2. So, nun vergleichen wir parallel damit die Ergebnisfindung hier. Diese Plättchen können zur Seite, weil die Rechnung bereits erfolgt ist. Und wir müssen jetzt an der kleinsten Stelle beginnen, um das Ergebnis zu ermitteln. 10 Hundertstel heißt Hundertstel mal 10 ergibt ein Zehntel. Wird also getauscht. Das Ergebnis für die Hundertstelstelle ist eine 0 und bekommt deshalb keine Ziffer. Das Ergebnis für die Zehntelstelle wird sich nicht mehr verändern und bekommt aber die Ziffer 1. Nun kommen wir hier zu einer Stelle. Wir haben hier 20 Einer
Und das ist so viel wie 2 Zehntel, die dann dahin gelegt werden. Für die Einer bleiben 5 zum Ergebnis übrig und für die Zehner 2. Nun kann ich natürlich auch die Zahl so an den unteren Rand legen, damit die Kinder sie auch so komplett ablesen müssen und nicht so über Eck ablesen. Und wir sehen 25,10 habe ich hier. Aber da das keinen Wert hat, am Ende brauche ich diese 0 nicht zu schreiben. Im Vergleich zu den Zahlen im natürlichen Zahlenraum, wenn die einer Stelle 0 ist, muss ich die sehr wohl hinschreiben, weil sonst das Ergebnis verfälscht wird. Und das kann ich mit einer solchen Aufgabe den Kindern sehr gut verdeutlichen und auch erklären, warum das so ist. Wir können also nochmal auf der Aufgabenkarte kontrollieren und auch da steht 25,1 ist also unser Ergebnis korrekt. So, die nun folgenden 2 Aufgaben zeige ich Ihnen im Vergleich vom Material her mit den farbigen Rechenstäben in den Montessori-Farben. Nun eine Aufgabe, wo nicht mit einem Ganzen multipliziert wird und damit für die Kinder es gilt zu verdeutlichen, dass das Ergebnis kleiner wird wie den Faktor, mit dem ich multipliziere und was erstmal für die Kinder verblüffend ist, aber dann für sie klar wird, wenn ich das wirklich so schrittweise mit Material und Schreiben notiere. Wir legen wieder aus. 6,4 mal, Entschuldigung, die 6 kommt dahin und die 4 hierhin. Zum Verdeutlichen das Stäbchen zusätzlich zu der anderen Farbe, dass es sich um eine Stelle hinter dem Einer handelt und hier kommt die 0,53 mit der Zehntel- und der Hundertstelstelle hin. So, auf dem Brett muss ich jetzt einen Ausgleich schaffen, weil ich den ja gar nicht richtig im Stellenwert liegen habe. Dieser Faktor wird mit 10 multipliziert. Dadurch rutscht der Einer auf den Zehner, das Zehntel auf die Einerstelle. Und damit der Ausgleich geschaffen wird, muss dieser Faktor durch 10 dividiert werden. Das heißt, aus der Einerstelle wird ein Zehntel, aus der Zehntelstelle ein Hundertstel und aus der Tausendstelstelle das Hundertstel rutscht auf die Tausendstelstelle. So, manch einen mag das schon verwirrt haben in meinem Video, wo ich die Materialarbeit mit der gleichen Aufgabe erklärt und gezeigt habe. Nun wird es im Schreiben gleich klar werden, warum das so ist und dann wird es auch für die Kinder ganz klar. Wir notieren die Aufgabe 6,4 und jetzt kommt hier für mich diese Regel zum Trage, die ich den Kindern nicht einfach so gebe zum Rechnen, dass man sagt, so viele Kommastellen, wie ich bei beiden Faktoren habe, werden auch beim Ergebnis sein. Viele Lehrkräfte geben das den Kindern, diese Regel, damit sie einfach wissen, wo sie das Komma machen. Ich gebe sie nur, damit sie wissen, wie viel Platz sie sich zum Schreiben lassen sollen. Wir haben 1, 2, 3 Stellen. Also brauche ich hier noch 2 Kästchen und lasse noch 1 frei, damit es sich ein bisschen optisch abtrennt, ehe ich die 0,53 schreibe. Und jetzt erkennen Sie wahrscheinlich auch, warum ich den Platz lasse zum Notieren, weil ich ja unter diesem Faktor das Ergebnis notiere und nicht darunter, damit die Stellenwerte wirklich gleich bleiben und ganz klar ist, wohin das Komma kommt. So, Aufgabe ist notiert, hier ist sie ausgelegt, der Ausgleich ist geschaffen. Nun können wir erst einmal multiplizieren mit dem Material. 4 mal 0 ist 0, 4 mal 5 ist 20,
4 mal 3 ist 12. 6 mal 0 ist 0. 6 mal 5 ist 30. 6 mal 3 ist 18. Nun kommt wieder dieser schöne Effekt des Schachbretts, dass ich genau sehe, aha, an den Farben, es handelt sich um die Zehntelstelle und die wird nach hier geschoben. Das heißt, es kommt jetzt alles zusammen an den unteren Rand. Das ist eine Hundertstelstelle und das auch, damit man das Ergebnis ermitteln kann. So, diese Zahlentafeln können nun zur Seite, weil wir schon multipliziert haben. Und nun mache ich es mal andersrum, wie eben. Jetzt ermittle ich zuerst das Ergebnis, ehe wir da rechnen. Wir haben hier 12, wir haben 10 bei den Tausendstel liegen, das ergibt ein Hundertstel. Musst also wechseln. Nun haben wir hier eine 8 und eine 1, das sind zusammen 9. Die werden getauscht gegen eine Einheit, die Neunerstange. Und wir haben 3 Zehnerstangen hier liegen, die gewechselt werden und zu 3 Zehntel werden. Hier haben wir bei den Zehntel auch 3 Zehnerstangen liegen und 30 mal ein Zehntel ergibt 3 Einer. Das Ergebnis sind 3 Einer. Ich habe 3 Zehntel, ich habe 9 Hundertstel und ich habe 2 Tausendstel. Nun gehen wir auf das Papier zum abstrakten Rechnen. 3 mal 4 ist 12. Ich habe ein Hundertstel mal ein Zehntel. Das ist genauso wie 10 mal 100 und 10 mal 100 sind 1000, also wird da draus ein Tausendstel. Und ich schreibe diesmal in der verkürzten Schreibweise die 2. Und die Kinder sehen jetzt direkt, was sie eben hier auf dem Brett erlebt haben. Ein von den 10.000stel gibt es ein Hundertstel. Weiter geht's. 3 mal 6 ist 18. Ich habe ein Hundertstel mal ein Einer. Und das ergibt ein, einmal ein Hundertstel ergibt und bleibt ein Hundertstel. Und das ist dann 18 plus die 1 ist 19. Und hier vorne hin kommt eine kleine 1 zum Zehntel. Absolut identisch mit dem, was wir hier gemacht haben. Nun kommt die 5 an die Reihe. 5 mal 4 ist 20, ich habe ein Zehntel mal ein Zehntel. 10 mal 10 ist genauso, das gibt 100, also wird es zum Hundertstel und muss hier notiert werden. Eine 0 und hierhin kommt eine 2, weil es ja 20 mal. 5 mal 6 ist 30, Zehntel mal ein Einer bleibt ein Zehntel, also kommt hierhin plus die 2 sind dann 32 und hierhin die 3. Und jetzt sehe ich auch ganz klar, hier ist meine Kommastelle, weil ich ja hier beim Einer bin. Nun wird das Ganze addiert. 2, 9 und 0 sind 9, 1 und 2 sind 3. Und hier die 3 und da das Komma. Zum Ergebnis kommt also 3,392. Wir sind gleich mit der Aufgabenkarte, wir sind gleich mit dem Ergebnis auf dem Brett und haben also in diesem Falle korrekt gerechnet. So, nun zeige ich Ihnen noch eine letzte Aufgabe für Sie als Beispiel und dann können Sie Ihr Material auspacken, wenn Sie es nicht schon parallel hier dazu haben und selber loslegen und es ausprobieren.
Letzte Aufgabe heißt 8,4 mal 0,03. Wir haben wieder eine Zahl, die nicht richtig in den Stellenwertbereich reinpasst. Hier eine 0,03. Wir haben nur einen Wert beim Hundertstel. Wir müssen wieder den Ausgleich schaffen. Aus der 8 wird eine 10er-Stelle und aus der 4 eine 1er-Stelle. Und um die Differenz zwischen den zwei Zahlen den Wert gleich zu lassen, wird dieser Faktor durch 10 dividiert. Das Prozedere ist das gleiche. Wir notieren die Aufgaben, zählen 1, 2, 3 Kommastellen, machen den Punkt noch ein Kästchen weiter und notieren erst dahin den zweiten Faktor. Und wir multiplizieren. 4 mal 0 ist 0, 4 mal 0 ist 0, 4 mal 3 ist 12. Und wir haben ein Ergebnis auf einer Tausendstelstelle. 8 mal 0 ist 0, 8 mal 0 ist 0, 8 mal 3 ist 24. Und jetzt sieht man schon, wir haben hier ein rosa Feld. Nochmal im Vergleich dazu, wir haben ein einer Stelle mit einer Hundertstelstelle multipliziert. Und einmal ein Hundertstel bleibt ein Hundertstel. Genauso sehen wir es hier. Wir haben eine Zehntelstelle mit einer Hundertstelstelle multipliziert. Und 10 mal 100 ist 1000, also wird auch ein Zehntel mal ein Hundertstel 1000. Und deshalb landet es hier. So, nun wird wieder hier nach vorne geschoben, damit alles am unteren Rand ist. Die Aufgabe, die Ziffern für die Aufgabe können zur Seite, weil wir mit der Rechnung fertig sind. Und wir ermitteln das Ergebnis. Wir haben hier 12 auf der Tausendstelstelle liegen. Zehntausendstel sind so viel wie ein Hundertstel und deshalb wandern die rüber. Das Ergebnis der Tausendstelstelle ist eine 2. Nun haben wir hier 24 plus 1 sind 25. Die 4 und die 1 werden in eine Einheit umgetauscht. Und die zwei Zehnerstangen, das sind 20 Hundertstel, das ist genauso viel wie 2 Zehntel. Und so hätten wir das Ergebnis jetzt komplett. Wir haben 5 Hundertstel, wir haben 2 Zehntel und brauchen natürlich zumindest eine Ziffer für den Einer. Das ist in diesem Falle die 0. Also 0,252. Hier wird noch wesentlich deutlicher, wie sehr sich der Wert verringert beim Multiplizieren von Dezimalbrüchen, wenn mit weniger als 1 multipliziert wird. Weil wir hatten 8 Einer am Anfang und noch 4 Zehntel und nun haben wir also sehr wenig. Vergleichen wir es nochmal auf dem Brett. Die zwei Nullstellen wissen die Kinder inzwischen, brauchen wir nicht zu multiplizieren. Wir haben 4 mal die 3 und wir haben ein Hundertstel mal ein Zehntel und 10 mal 100 ergibt 1000, also wird es hier notiert und dahin kommt die kleine 1. Nun haben wir 3 mal 8, das ist ein Hundertstel mal ein Einer und 1 mal ein Hundertstel bleibt ein Hundertstel. Also 8 mal 3 ist 24 plus die 1 ist 25 und wird hier notiert. So, unser Ergebnis schreiben wir dann hier mit einer Stelle davor. 2, 5, 2, also 0,252 entspricht unserer Materialarbeit im Ergebnis und entspricht der Lösung auf der Aufgabenkarte. Das, was ich Ihnen jetzt hier an schriftlicher Umsetzung gezeigt habe, ist meine Art zu multiplizieren, die ich aufgrund der Erfahrungswerte mit den Kindern erarbeitet habe und sehr gute Erfahrungen damit mache. Das Zauberwort heißt immer wieder Stellenwerte und ich bin der Meinung, dass die sehr unterschätzt werden, dass man den Kindern nicht solche platte Regeln geben soll,
Zähle, wie viele Kommas hinter den beiden Zahlen sind, und so viele musst du auch am Schluss am Ergebnis haben, sondern dass man es wirklich vom Verständnis der Stellenwerte her weiß, wo das Komma hinkommt, und deshalb auch diese andere Notation, damit die Stellenwerte auch stimmig sind und ich nicht unter dieser Zahl anfange und irgendwann steht meine 100. Stelle unter der einer Stelle oder so ähnlich. Und das ist dann für die Kinder nicht mehr nachvollziehbar und dann habe ich ein Schema und keine wirkliche mathematische Umsetzung mehr. Aber sie nehmen sich das für sie, was für sie passt und womit sie am besten zurechtkommen. So handhabe ich das auch in der Regel und habe es auch in all meinen Ausbildungen so gehandhabt. Nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Arbeit mit diesem dezimalen Multiplikationsbrett und den Kindern wünsche ich viel Erfolg beim Entdecken der Gesetzmäßigkeiten und dass sie feststellen, dass unsere Mathematiker, die das alles entwickelt haben, sehr klug gehandelt haben, dass sie hinter dem Komma die gleiche Systematik wie die dezimale Systematik im natürlichen Zahlenraum wiederholt haben, dass man da also nicht komplett umdenken muss. Der Unterschied ist nur, dass die Dinge sich ins Gegenteil verkehren, was den Wert betrifft. Während im natürlichen Zahlenraum, je mehr Stellen ich habe, die Zahlen sich ausdehnen, ist im rationalen Zahlenraum, je mehr Stellen ich habe, der Wert wird immer kleiner und weniger. Und das ist ein Denkprozess, den die Kinder unbedingt für sich machen müssen und der ganz wichtig ist, um das zu verstehen, dass ich den für mich verinnerlicht habe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, sage auf Wiedersehen und freue mich aufs nächste Mal.